So, Start der Aufnahme tat ich gerade. Wir sind immer noch, ja, hier. Prüfung 1 bis 3 hatten wir ja bestanden. Mal gucken, was wir noch bestehen. Ich hoffe, alle. Das ist mein Goal, aber eigentlich ist mir auch egal. Mal gucken. Kommt halt darauf an, was noch für die Aufgaben sind. Wir müssen jetzt eigentlich jemanden umbringen, ne? Mal gucken, was wir machen können. Ach, im Zweifel, Ethan ist mir egal, er kann ruhig Leute erschießen. Alles Bestehen ist nicht unbedingt notwendig. You will do it. Da gibt es bestimmt eine Trophäe, oder? Wenn man alles schafft. Genau. Bevor es losgeht, dachte ich mir, dass ich nochmal eine kurze Ansage mache. Ich habe es ja im letzten Livestream schon erwähnt. Ich habe mir jetzt Heavy Rain Move Edition gekauft. Bestellt. In meiner Rebuy-Bestellung. Kam schon an. Ich habe es vorhin installiert. Man kann der Präparator spielen, ohne vorher das Spiel durchzuspielen. Was sehr schön ist, das bedeutet, wenn wir mit dem Spiel durch sind, geht es direkt weiter mit dem Präparator. Einziges DLC, was existiert, es sollten eigentlich noch mehr kommen, aber irgendwie hat man die Stecker gezogen, keine Ahnung. Gibt für alles Trophäen. Eben. So, das wollte ich noch erwähnen. Das heißt, ja, hab ich Bock drauf. Aber dann geht es auf die PS3, also viel schlechtere Qualität. Das wird, glaube ich, gar nicht so viel schlechter aussehen. Aber macht ja nichts. Doppelplatin. Da wir da wahrscheinlich keine Trophäen bekommen werden, werde ich einfach, sobald wir mit durch sind, die Trophäen wieder löschen. Beziehungsweise dass man Dings so tun, als hätte ich es nie besessen. Yeah, what do you want? Das muss ich. I said 1000 times that I don't want any junkies at my door. Da ist er. Hey, musste gerade take it easy, man. Kurz überlegen, wo er eins nochmal ist. Cool. Ich höre das Spiel übrigens gerade ziemlich leise wegen meiner Mütze, aber das ist mir egal. Sure we can make a deal, huh? Oh Gott, hier wird's aber kritisch. Ich habe daneben gedrückt. Ich habe den falschen Stick wieder. Oh, Gitarre. War es ein Kreis? Ja, ich glaube. Ich mach das, was man im Spiel, das Einzige, was man machen kann. Tasten drücken. Scheiße. Gut, in diesem Fall wäre das, fände ich es nicht mal so fände ich es gar nicht mal so schlimm, wenn ich in der schieße, weil der geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Er ist doch wahnsinniger als ich. Gut, ich habe die Waffe zuerst gezückt. So ehrlich will ich sein. Ey, ich liebe diese Heavy Rain Verfolgungspassagen, die sind einfach so übertrieben, oder? Muss ich wahrscheinlich aufpassen. Dass ich, ja. Hold it, man. I give you whatever you want. Got dope? I got cash? You want some dope? Please. Please don't kill me, man. I got children. These my girls, see? This one, Sarah. Boah, ja, ich hab's verstanden. Oh. Oh ja, er ist ja so ein guter Mensch. Ich hab grad Lust, ihn zu erschießen irgendwie. Das war nicht. I'm a father too. But I have no choice. Entschuldigung. Ah. Heavy Rain, meine Freunde, Ladies and Gentlemen. Ich erschieße jeden. Ist mir doch scheißegal. Ich mach keine Gefangenen. Muss X drücken. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich mich ein bisschen über das Spiel manchmal lustig mache und so ein bisschen hier. Weiß ich nicht, aber ich find's einfach lustig. Keine Ahnung. Ich bin auch Vater. Peng. Und halt erstmal kurzen. Achso. Sah so aus, als wenn ich hier so einen Riss drin hätte, aber schon eine Spiegelung. In the gun grip. In the navy. Ethanol, somit ein Killer. Ja. Der Origami Killer. Ach.
Geil, Live-Aufnahmen der alten Waffe. Vielleicht ist es irgendein Gerät, was tatsächlich live überträgt. Irgendwas, ganz kurz. Wäre ein bisschen komisch, ich wüsste nicht, wie das funktioniert, aber... Das Spiel hat auch Techno-Brille, also von daher... Alles cool. Ist ja wie bei... Midnight Mass, was ich gerade gucke. Eine Netflix-Horror-Serie. Habe ich was gespoilert jetzt? Weiß ich nicht. Da ist heute auch jemand gestorben mit Kopf-Aua. Aber nicht mit Schuss, sondern so mit Tisch im Kopf und so. Rückwärts aufgeprallt. Kennst du sowieso keine Sau, ist mir scheißegal. Gute Serie. Gefällt mir bisher. Sehr gut. Ist wie Life is Strange, nur Horror statt Coming of Age. Ich bin ein Mörder, Punkt, Punkt, Punkt. Kommt da noch was oder ist das Punkt, Punkt, Punkt Teil des Namens? Ich weiß es nicht. Ein wildes Tarnverfahren eingestellt. Matt, it's Sam. I got your information. And the owner of the apartment in Marble Street is a Dr. Adrian Baker. He's a struck-off surgeon. He used to sell drugs to junkies on the quad. He made some cash and bought up some cheap-ass apartments. Trophäe. Pling! Herzlichen Glückwunsch mit seiner Trophäe. Das ist noch Beta. Wenn ihr wollt, dass es ändert, ist okay. Kommt mir ein bisschen zu viel vor. Wo ist mein Emoji? Stimmt! Der ist Emoji! Scheiße. Hol dich nach. The owner of the apartment where Ethan cut off his finger lives here. Was mit dem Kommand? Ich hab gewartet, bis ich streame und dass du es dann klaust, hab ich gedacht. Wegen Emoji. Der schwitzende Dude. Das schwitzende rote Gesicht. Was macht sie jetzt nochmal? Sie hatte jetzt irgendeine Adresse. Ich weiß gar nicht, was ihr Auftrag gerade ist. Zuletzt hat sie doch eigentlich nur Ethan geholfen über den Zug da und so, oder? Was genau ist jetzt ihr Auftrag nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Nee, schick ihn mir bitte. Hi. Ja, jetzt diese weißt du doch eh. I was told that you could get Bitropin without a prescription. Sorry, you were misinformed. Goodbye. Hold on. I really need your help here. I can pay. Well, why didn't you check gerade gar nichts. Er hat gerade dieses neue Ding benutzt. Er hat gerade den neuen Command benutzt. Guck nur mal genau hin. Aber was meinst du mit Emojis auf Discord? Achso, wegen Cap und Zigarette. So, you're looking for Bitropin, my dear. Are you having trouble sleeping? How much do you need? I don't know, about 3-4 boxes. Aber Emoji? Er ist ja nicht dabei, deswegen. Would you like a drink? I was just about to hat er gesagt, ich soll die Emojis mit einfügen. Ich hab jetzt gar nicht. Ich glaube, ein Drink hat er mich gerade eingeladen. Genau der. Der gehört ja eigentlich dazu. Kann ich noch nachreichen. Kann ich das eigentlich? Kann man Emojis... Overheating muss ich dann wahrscheinlich dahin schreiben. Egal, schon. Komplette Verwirrung. I haven't seen you around here before. Who told you about me? Also erstmal sibbel ich. Ich weiß halt wirklich gar nicht genau, warum ich hier bin. Bin ich jetzt wirklich nur hier, weil ich mir jetzt Drugs holen will? Ich antworte mal vage. I can't remember. My brain's fried with all these pills. Can't tell Dave from night half the time. I heard you had some apartments for rent. I'm looking. Sorry, darling. Those are all booked. Keine am TV und kriege nichts mehr mit, nie wieder. Shame. I was looking for something around Marble Street. Die Murmelstraße. Sagt mir doch mal, oder Marmorstraße. Sagt mir doch mal, was ist hier gerade, warum bin ich hier? Ich weiß es nicht mehr. Having some trouble. Didn't your mother ever warn you about accepting gifts from strangers? Okay. Ich weiß... Hahaha, da fehlt ein Haar. Ich weiß gerade wirklich nicht, warum wir hier sind.
und was der Typ ist. Ich weiß es nicht mehr. Es ist 1,5 Wochen her. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Hatte heute Sushi, mir geht's geil. Hab eine psychische und physische Latte. Say hello to Matthew. Same, I guess. He claimed he had come to the census. Another one of those goddamn government. Was ist das für ein Typ? Was ist der gerade von mir? Warum ist er so, wie er ist? So, erstmal schreien. I read it to friend Paco, if you must know. I have no idea what he does there. Maybe that's where he But enough with the chit-chat. Chit-chat. I miss surgery, you see, so I take every opportunity. Jason! I don't have any instruments here, so I use whatever comes to hand. I hope you won't hold that against me. Hold on. Ist mein Stinger. Oder ist es wieder so ein Traum gerade? Oh. Ja, ich. Have you ever noticed? As soon as you start to do a little housework, someone always comes calling. I'll get rid of our visitor and be right back. Don't move. I won't be long. Ich drücke übrigens nicht X. Ich schreie einfach weiter. Der neue Laden entdeckt ist da. Sushi-Laden. Gibt einen Ramen-Laden hier, wo ich gerne mal wieder hin würde. Du vorher gesagt, was ich will. Ja, ich habe halt gelabert mit euch. Du hast mich verwirrt mit dem Mode und alles. Das ist alles deine Schuld. Nein, alles gut. Ich war jetzt wirklich. Hilf mir doch einfach noch mal kurz auf die Sprünge. Schrei doch jetzt einfach mal lauter. Wie wär's damit? Come now, brother. I cannot believe the word of the Lord is of no interest to you. We, his humble flock, should. Oh, guck mal, da kann ich noch mal was rein an mir. Oh, oh, oh. Who does not need a Bible in these times of violence and hatred? The Holy Scripture will bring you peace and tranquility anytime you need it. All from here, $5. Oh, das ist der nächste Skill. Hammer, smash, face. Lese gleich, ich muss mich einfach darauf konzentrieren zu über. Scheiße, falsch das so. Kurz darauf. Oh, fucking hell! Alter, ich wollte gerade schütteln. Und dann habe ich gemerkt, fucking, ich muss noch oben drücken. Kurz darauf konzentrieren zu überleben, wollte ich eigentlich nur sagen. Ich hab grad zweimal die Chance. Ich muss aber wirklich zweimal das gleiche machen. Hahaha, ha, ha, ha. Ich bin ein komischer alter Sack und bin böse. Hallo, ich hab gedrückt, du Dreck. Spiel. Alter, ich hab den Vollspeed nicht sehen, Fall. Oh, ich muss Hammer anführen. Autsch. Wie oft willst du noch über den Tisch gezogen werden? Voll über den Tisch gezogen. Oh, ja, natürlich. Du sollst einmal ins Gesicht treten und gut ist. Genau, oder so. Ein Feinhof ist.
Warum geht der in die Tür? Plot? Ja, Plot Armor, richtig. Okay, haha, stört mal bitte super auch, wenn dich versucht jemand zu stressen. Medizin hilft immer. Mach bei haha rein. Okay, lässt sich arrangieren. Was hat überhaupt für ein Problem mit dir? So selbstbestimmt. Das war es immer gut, aber keine Lust gerade. Sterben wäre auch nice gewesen. Man hätte sich die Infos aber auch erschleichen können und unentdeckt gehen. Ah ja. Schön. Ich weiß halt wirklich... Du weigerst dich aber auch mir zu helfen, ne? Warum ist man nochmal hier? Warum will sie hier hin? Vielleicht hat sie am Anfang gesagt, ist okay. Trophäe. Es gibt einen Kommando für meinen Freund. Ich hab's halt nicht mitgekriegt. Boah, sehr richtig weitläufig hier, Hilfe. Komme ich gar nicht mit klar. Messen wollte rausfinden, wem die Wohnung aus Klausur 3 gehört. Prüfung 3, okay. Ich habe ein bisschen gebraucht gerade. Okay. Can you stop that thing? Dank Command kein Multisat werde ich ihn nicht benutzen, du Sacknase. Sacknase. Norman Jaden, FBI. Can we talk for a minute? I'm listening. Can we go inside? John! Oh, dieses Gedankensprech finde ich immer schwierig. Da haben wir gar keinen Bock zu. Ah, habt ihr Spaß? Mich gefällt den. Oh ja, stimmt. In dem Fenster sieht man den gar nicht, ne? Hier im Chatfenster. Ich sehe den aber. Das ist der lustige Smiley mit dem lustigen Gesicht. Also mit der Brille und der Nase und dem Schnurrbart. Dings. Ach stimmt, kann den Command nachher auch direkt klauen. Ja, das kannst du in der Tat. Erlaube ich dir auch. Nicht getrademarkt von mir. I'm looking for the owner of a blue Chevrolet Malibu 83. I don't give a damn how the car got here, whether you stole it or not. I just want to know who bought it from you. Sorry, man. Don't ring a bell. I got a real bad memory of a name. Natürlich. Perhaps I can help you to remember. If we find out that you sold the car to the man we're looking for, you're looking at some pretty solid time inside, Jackie boy. You trying to scare me with your big talk? I never saw your damn car. Now take a walk. Jetzt kann ich mir, ich kann mir die Brille aufsetzen, ne? Techno-Brille! Let's fucking go! Warte, wie war es noch? Wusch! Genau. Uiuiui, okay, hier haben wir einiges. Wow. Neue Folge? Ja, gleich. Minütchen noch. Ja, okay, man kennt wirklich die Untersuchten daran, dass sie einfach so blass sind. Dass sie blascht sind. Fingerprints. Probably Mad Jack's. Mad Jack. Mad Jack Fury Road. Mad Max ist übrigens ein richtiges Scheißspiel. Ein geiler Film, aber ein Scheißspiel. Same brand of tire as the car I'm looking for. Is the killer's car being here? Vielleicht. The blood tracks lead to the acid bath. Ich sehe schon, trotzdem gerade. Ja. Ich würde auch überlegen, deinen 12-Stunden-Stream dann so ein bisschen am Fernseher zu gucken und nebenbei vielleicht den Laptop aufzumachen und da dann zu schreiben.
Mal gucken. Vielleicht so ein bisschen zur Abwechslung, weil 12 Stunden noch am PC sitzen ist ein bisschen hart. Ich werde ja vielleicht mal gucken, ob ich dann die ganze Zeit dabei bin. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was nebenbei machen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich Kena spielen, ein bisschen nebenbei. Das kann ich dann besser am Dings hier wahrscheinlich. Ne? Am PC. Mal gucken, werde dann nebenbei wahrscheinlich auch mal kochen. Ja, nicht rum. Das Übliche. Das mache ich ja sowieso immer bei deinen Streams. Das ist ja sowieso nichts Neues. Okay, da habe ich, glaube ich, irgendeine Form von... Few traces of blue paint. Same tire tracks. No doubt about it. Killer's car was here. Ne? Achso, ich drücke falsche Tasten nicht. Dulibert. Ich will was schreiben, schon ungeil. Weiß schon, was ich essen werde. Weberwese, ja, habe ich gesehen. Gut, dann beende ich jetzt mal an der Stelle die Folge. Guter Zeitpunkt, denke ich. Bis zum nächsten Mal.